Wenn wir jetzt noch auf die Inhalte schauen, dann sehen wir, dass sich das Skriptum im Wesentlichen in drei große Themenbereiche gliedert, und zwar jenen, wo wir über die Grundlagen der Modellierung sprechen, den haben wir hier, dann jenen, wo es um den Kern der eigentlichen Lehrveranstaltung geht, nämlich um die Modellierungssprachen und den Modellierungsvorgang an sich. Ja, wir kümmern uns da um Prozesse, Geschäftsprozesse und Kommunikationsprozesse in Organisationen zu modellieren. Und das wird der Hauptteil der Lehrveranstaltung sein. Sieht man auch daran, dass wir uns im Großteil der Präsenztermine dann um diese Thematik kümmern. Und im dritten Themenbereich schauen wir uns dann an, was man mit diesen Modellen denn alles machen kann. Also wie wir dann mit diesen Modellen weiterarbeiten können in Organisationen, wie wir sie zur Ausführung bringen können, um Arbeitsprozesse zu unterstützen, beziehungsweise wie wir sie zum Controlling nutzen können. Jeder dieser Themenbereiche hat in sich oder ist in sich gegliedert in mehrere Themen, zwischen 5 und 6. Jedes dieser Themen hat wiederum einen konsistenten Aufbau. Das ist immer eine kurze Einführung, dann die eigentlichen Inhalte und vielleicht das Allerwichtigste hier, jedes Thema endet mit Fragen zur Selbstkontrolle. Diese Fragen zur Selbstkontrolle sind ganz geschickt, wenn man es nicht ignoriert, weil die ganz bewusst so formuliert sind, dass sie auch Prüfungsfragen sein könnten. Die Idee ist, dass ich, wenn ich mir diese Fragen ansehe, beurteilen kann, okay, habe ich verstanden, was da drinnen vorkommt, könnte ich diese Frage beantworten? Wenn das der Fall ist, dann habe ich üblicherweise auch bei der Prüfung kein Problem. Wichtig zu verstehen ist, dass das bitte kein Fragenkatalog ist, in diesem Sinne, dass diese Fragen dann exakt zur Prüfung kommen würden. Es kommen unter Umständen ähnliche Fragen, die Selbstkontrollfragen erheben aber auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, das heißt, es kann durchaus sein, dass da Aspekte abgefragt werden, die jetzt zumindest in den Selbstkontrollfragen nicht abgedeckt werden. Stoffgrundlage ist jeweils das Skriptum. Das heißt, alles, was im Skriptum steht, könnte grundsätzlich zur Prüfung kommen. Die Themen untereinander, wenn wir da weiterschauen, stehen in Zusammenhang. Das ist hier nochmal versucht zu erklären. Die Idee dahinter ist, dass wenn ich denn schon Grundwissen vielleicht habe, ich mir manche Teile sparen kann, über manche Teile vielleicht rascher drüber gehen kann und dann auf andere wieder genauer eingehe. Wir beginnen im Themenbereich 1 mit den Grundbegriffen, das heißt, was ist ein Modell, was versteht man denn unter Modellierung, und im Thema 2, im Themenbereich 1, mit dem Modellierungsgegenstand, den wir betrachten, nämlich was ist denn eine Organisation? Also wir wollen organisationale Phänomene modellieren. Dazu müssen wir wissen, was eine Organisation ist und dazu müssen wir wissen, was Modellieren ist. Das ist also die Grundlage. Im nächsten Schritt versuchen wir das dann zusammenzuführen und schauen uns an, wie denn Organisationen üblicherweise modelliert werden können. Also oder welche Aspekte von Organisationen denn modelliert werden können und wie sowas aussehen kann. Mit dem Themenbereich 1.3, der noch zu diesen Grundlagen gehört, deswegen hier die Reihenfolge, spannen wir nochmal einen Referenzrahmen auf, der uns in der Wirtschaftsinformatik ganz gut hilft, um uns zu orientieren. Das ist das Dreieck Mensch, Organisation, Technik. Und in diesem Dreieck können wir üblicherweise Geschäftsprozessmodellierungssprachen verorten. Also diese Modellierungssprachen betonen, indem man drauf schaut, was sie denn ausdrücken, betonen immer unterschiedliche Aspekte eines Geschäftsprozesses. Dementsprechend hilft uns dieses Framework dabei, die unterschiedlichen Sprachen, die wir dann später betrachten werden, einzuordnen. Das heißt, wenn wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie man denn organisationale Phänomene im Allgemeinen modellieren kann und diesen Einordnungsrahmen im Hintergrund haben, dann können wir uns anschauen, wie man denn jetzt ein ganz spezielles organisationales Phänomen, nämlich das Verhalten in Organisationen, das man üblicherweise als einen Geschäftsprozess bezeichnet, modellieren kann. Soweit zu den Grundlagen, eher theorielastig, dann geht es aber schon ins Tun, das ist der lila Bereich, hier herunten. Da werden wir uns jetzt insgesamt 5 verschiedene Modellierungssprachen ansehen, die
einmal aus einer historischen Perspektive aufeinander aufbauen, andererseits auch in der Komplexität dessen, was sie abbilden, sich unterscheiden. Das heißt, wir können sukzessive die Komplexität der Sprachen steigern, immer wieder weitere Konzepte einführen und so hoffentlich verstehen, was denn die wesentlichen Punkte bei der Geschäftsprozessmodellierung sind. Beginnen werden wir mit Flowcharts, der älteste Ansatz, gehen dann weiter zu einem ehemaligen, muss man sagen, de facto Standard, den ereignisgesteuerten Prozessketten, die waren in der Industrie sehr verbreitet, bevor dann die BPMN, die wir uns in Thema 2.4 anschauen werden, eingeführt wurde. Bevor wir aber auf die BPMN eingehen, brauchen wir nur eine zweite Grundlage, die kommt eher aus der Softwaretechnik, nämlich den UML-Aktivitätsdiagrammen. Die Konzepte, die dort verwendet werden, finden wir nämlich eben im heutigen Standard, dem wir uns auch am ausführlichsten widmen werden, der BPMN, der Business Process Modeling and Notation wieder. Als Alternativansatz, der sehr stark kommunikationsorientiert vorgeht, Vorlesung heißt der Prozess- und Kommunikationsmodellierung, sehen wir uns dann noch etwas an, was subjektorientierte Geschäftsprozessmodellierung heißt. Diese fünf Einzelteile für sich helfen schon einmal, ein Verständnis darüber zu entwickeln, was man denn eigentlich abbilden kann. Die Frage ist jetzt dann immer nur, ja, welche Sprache verwende ich denn für einen bestimmten Anwendungsfall? Und dazu gibt es das Thema 2.6, wo es um eine gesamtheitliche Einordnung geht, auf Basis der man dann sich für einen konkreten Anwendungsfall entscheiden kann, welche Sprache denn vielleicht am besten geeignet ist. Im gelben Bereich, im Themenbereich 3, geht es dann um die Anwendung dieser Prozessmodelle. Auch hier wieder einen Grundlagenthemenbereich, das ist der 3.1er. Da geht es darum, was macht denn ein gutes Prozessmodell aus, also ein Prozessmodell, mit dem ich irgendwie weiterarbeiten möchte. Was sind denn die Qualitätsaspekte, die Qualitätskriterien? Das brauchen wir als Grundlage, um uns darüber Gedanken zu machen, haben wir unser Modellierungsziel eigentlich erreicht. Wenn wir das Modellierungsziel erreicht haben und das hin zu der Konfiguration von Informationssystemen geht, was wir als Wirtschaftsinformatiker ja sehr oft machen, ja, wir wollen Prozesse in Organisationen oder Strukturen in Organisationen mittels Informationssystemen unterstützen und ein mögliches Bindeglied dazwischen sind Geschäftsprozesse oder Geschäftsprozessmodelle. Wenn wir solche in adäquater Qualität vorliegen haben, dann können wir uns Gedanken darüber machen, wie wir denn die zur Ausführung bringen. Zur Ausführung bringen heißt hier die Information, die abgebildet ist, also wer denn was macht, wer mit wem wann kommunizieren muss, wer wann welche Daten braucht, das ist das, was klassisch in so einem Geschäftsprozessmodell drinnen steckt, wie man das dann mittels einer Software wirklich umsetzen kann, so dass Leute bei ihrer Arbeit tatsächlich auch unterstützt werden können, so dass ihnen dann zum Beispiel die notwendige Information in der Situation, in der sie es brauchen, zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist quasi die technische Perspektive. Wir schlagen aber dann auch noch die Brücke zur BWL. Prozessmodelle können auch dazu verwendet werden, das Controlling in einer Organisation zu unterstützen, Leistungsindikatoren dort zu verankern, um zu messen, wie effizient oder wie effektiv eine Organisation denn arbeitet und wo unter Umständen Verbesserungspotenziale bestehen. Und mit dem runden wir Prozess- und Kommunikationsmodellierung soweit ab. In den weiterführenden Lehrveranstaltungen im Studium, vor allem jene, die dann bei unserem Institut angesiedelt sind, so wie Communications Engineering oder Business Engineering und Management, geht es dann basierend auf diesen Inhalten um Detailaspekte wie Fokussierung auf die Prozesserhebung, Abfokussierung auf eine Integration zwischen Geschäftsarchitektur und IT-Infrastruktur oder vielleicht auch Fokussierung auf die Ausführung und die konkrete Unterstützung in Arbeitssituationen auf Basis von Prozessmodellen.